Da drauf, Feuer drauf. Was ist ich? Nur gerade leidet das so schön. Wenn ich dich verbrenne, soll ich das wagen? Wahrscheinlich besser nicht. Gut. Oder hin ist hier noch einer. Ich sah gar nicht. Dafür werdet ihr bezahlen. Das kann schon mal vorkommen. Nein. Ah, Mist. Das sind da noch zwei, das hab ich gar nicht gesehen, Mann. Weihnachtsmann. Da ist ja noch ein Wolf. Hab ich einfach gewusst. Oder Hund, wie auch immer. Stirb, du räudiger Bastard. Schießt da aber los. Verfehlt, ha, 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 no more, ha. Oh, Gelegenheitsangriff, ha. Ist das witzig? Ja. Warte! Diese rumschreien. Wir fallen, ich könnte mal wissen, warum ich weiter spiele. Ja. Und ich hab jetzt die Deutsch-Patches gefunden zu der nächsten Episode für The Wolf Among Us. Hm. Cool. Was ich endlich schon mal weiterspielen wollte. Wo ich vor ein paar Monaten geguckt habe und dann so irgendwie hin so geschrieb, ja, es dauert noch an und es ist kein Ende in Sicht. Für Episode 2, aber anscheinend haben sie es jetzt für die ganze Rest in so kurzer Zeit hinbekommen. Hm. Ja, wunderbar, ne? Ja. Wie man es nimmt. Ja. Ich wäre nicht so schnell gewiss. Auf jeden Fall finde ich, das ist ein cooles Spiel, so. Ja, das ist... auch witzig, sich das anzugucken. Einfach so. Zum Spaß. Als Let's Play. Steht da auf. Ja, könnte man ja wieder niederschmettern, oder? Pontius Pilatus. Piratus. Haha. Ja. Das sind sehr witzig, die Menschen da. Die sich das ausgedacht haben. Auf jeden Fall. Ha, ha, ha. Ups. Niedergeworfen. Again and again. Ja, super. Los. Bumm. Was hat das jetzt gebracht? Schieß los. Schieß los. Dum 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 dum. Also wenn ich es noch öfter höre, gefällt es mir irgendwann das Lied. Ja, ich finde das irgendwie so sau komisch. Das passt überhaupt nicht ins Spiel. Das ist irgendwie so ein bisschen piratemäßig, oh. Na ja, gut. Aber so teilweise der Soundtrack bei manche Situationen. Also ich kenne Spiele mit besseren Soundtracks. Ja, normal. Ja, ich wollte jetzt auch nicht, also... Wir wollen so nichts fordern von einem Kickstarter-Spiel. Ich weiß nicht, dass das richtig toll ist, nur... Ja, ich... Und ich meine, dass wir jetzt hier gerade bei Piraten sind, ist ein anderer Zufall. Ich fand schon vorher, dass es piratisch geklungen hat. So ein Fluch der Karibik, das vielleicht ein bisschen hinpassen. Ja. Dünn, 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 dünn. Sehr dramatische Szenen. Die sich hier abspielen. Hit! Hier ist immer alles so abrupt dann endet, ey. Zirkel. Schlüssel. Ah, was hier alles rumleiht. Ein halt voller schwarzer Schlüssel. Und Fertigkeiten Buch des bohrenden Auges. Oh, Wiederbelebung. Das ist toll. Das ist schon nicht unpraktisch. Verlangsamt das nach aber jetzt. Hätte ich doch lieber nicht. Zerschossen, dieses Teil. Tja, warum kann man seinen Hut nicht aufnehmen? Das wäre ganz toll. Hut, hier ist ein Piratenhut. So, ich hoffe mal, dieser Schlüssel war für die Truhe von Pontius. Verschlossen. Nee, scheinbar nicht. Ja, toll. Fehlt hier noch was auf dem Schiff? Ich hatte auch noch so einen Schlüssel. Ah, gut. Freue ich mich, wofür mein Schlüssel war. Hier cool, dass jetzt. Gibt. Ja, kann ich mal vorlesen.
Und ein Blutstein gab's. Geißel der Ozeane, Fluch meiner Feinde. Mein wertvoller Blutstein hat in dieser Bucht schon zahlreichen Kreaturen entstellt. Schon zahlreiche Kreaturen entstellt und mutieren lassen. Eine Warnung an alle, die daran denken, ihre schmutzigen Finger an meinen Schatz zu legen. Ja, das ist doch nur Geschwätz. Hä, wir haben doch aber so ein komischer Käfig, wo wir Blutstein einschließen sollen, soweit ich mich irgendwie erinnern kann, ganz dunkel vor ein paar Monaten. Gut, wie du dich erinnerst. Gut, gut. Ja, wir haben Rezept. Dum, 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 dann gibst du jetzt einen Blutsteinkäfig. Was? Ich hab dir einen Blutsteinkäfig gegeben. Ulala, bumsele Schocke. Öffnen. Was ist da drin? 2 Tenebrium-Erz. Aha. Keine Ahnung, kannst du Blutstein mal mitnehmen, stoppe, ich weiß nicht, was das jetzt... Was ist das denn? Bleibt der auch drin? Achso, ist drin. Oh. Oh, da muss ich wieder mal gucken. Ja, und die Quest ist jetzt scheinbar fertig. Das war ja langweilig. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir denn? Weiterkommen. Kannst, können wir systematisch jetzt mal nochmal ab... kannst ja nochmal googeln. Googeln? Ah. Oh. Ja. Mit Katzenliebe. Katzenliebe. Hier will ich nämlich mal weg haben. Ein Nude-Patch. Ein was? Ein Nude-Patch. Nude-Patch. Müssen wir alle nackt rumrennen. Ohne Rüstung. Ja. Katzenliebe oder Katzenhalsband? Liebe. Was? Katzenliebe, aber es geht um Katzenhalsband, ja. Okay. Ich guck jetzt trotzdem mal nach Katzenliebe. Ja. Nebenquests schon wieder. Ja, so sind wir. Wir sind halt Nebenquests süchtig. RP-Guides. Kitty laufen. Piss. Oh shit. Hier, Cat Love, Kitty Love. Das ist ja ein kurzer Abschnitt hier, aber das ist eine gute Webseite. Eurogamer.de. Hm. Gut, erstmal gucken, ob es was taugt. In der Königsgrabbe trefft ihr einen Kater namens Sam, mit dem ihr reden könnt, wenn ihr das Talent dazu habt. Mhm. Bittet euch heraus. Ja, das sehen wir ja dann selbst. Was? Was der uns bittet. Ja, das habe ich schon. Der unsinkbare Sam erzählte uns, dass er früher ein schickes Halsband getragen hat. Wenn wir es finden könnten, wäre Maxine vielleicht von ihm überzeugt. Ach so. Gut. Ihr findet Maxine im Büro des Bürgermeisters. Ja, das wissen wir. Und erfahrt, dass sie Sam mag, er aber keinen müden Heller besitzt und deswegen kein Happy End für die beiden geben kann. Mhm. Es vergaß ich. Wie oberflächlich. Was ist denn das für ein Kommentar? Also zurück in das Gasthaus, wo ihr Sam alles berichtet. Er erzählt von seinem Halsband, das er verlor. Und davon, wie das Schiff, auf dem er sich befand, in der Nähe des Leuchtturms in die Binsen ging. Wieder geht es in die Schwarze Bucht. Nach dem Sieg über den Spinnenboss in Ebene 2 wirkt dieser das Halsband hoch. Was? Ja. Die Schwarze Bucht, Ebene 2. Wo sind in der Schwarzen Bucht, Ebene 2? Das weiß ich nicht. Das könntest du mal als nächstes gucken. Oh Mann. Ja, so ist das, aber... Hä? Das ist ja witzig. Der Typ, der das geschrieben hat, heißt Sebastian Thor. Er steht auf Bier und Blutsport. Blutsport? Er reicht Sofas und verliert sich gerne in Gedanken an dies und das.
Ja, also dann viele Grüße an Sebastian Thor. Er nervt seine Kollegen mit Satzzeichen und solchen Dingen. Das finde ich löblich. Besser als mit fehlenden Satzzeichen zu nerven. Ja, auf jeden Fall. Divinity Original Sin, Schwarze Bucht, Ebene 2, willst du also? Ja, ich denke mal. Oh, dann werde ich auf die gleiche Seite kommen, da wieder. Das ist aber toll. Oh, schon wieder Sebastian Thor. Toller Autor, der gefällt mir. Er sieht auch witzig aus. Oh. Aber das bringt hier alles nichts. Die schwarze Bucht, Ebene 1, Ebene 2. Folgt dem Weg bis zur Zierkiste auf der rechten Seite und achtet auf die beiden Minen vor der Brücke, die ihr überqueren müsst. Also Vorsicht. Dahinter will es. Folgt ihr dem Weg rechts runter, kommen nochmal drei von ihnen. Boah, Junge, Junge, ey. Ja, hier geht es um diese frostigen Schalter und alles, aber. Aber was heißt das genau? Ja, soll das dann Ebene 2 sein? Anscheinend. Hämmerige Spinnen gekämpft? Das könnte mich nicht daran erinnern. Beziehungsweise habe ich mal auf der Karte irgendwie Ohr gezeigt, was das überhaupt für Gebiet ist, wo man ist. Auf der Karte? Nee. Sonst irgendwo? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Was suchen wir? Das Halsband vom Sam. Oh, schade. Ich habe ein guter Holzschild gefunden. Ein Holzschild vom Sam, ja. Ja, der wird vom Sam. Messen, hast du das zufällig? Halsband. Also das wäre ja jetzt schon witzig, aber nein. Hä, hier war nirgends eine Spinne. Und auf der anderen Ebene auch nicht. Oh, Alter. Jetzt ist was geht. Soweit ich mich entsinne. Oh, cool. Ja. Was denn? Geht's hier rum, wo du bist? Ja, mehr wollte ich ganz sagen. Ja, so richtig nett. Ja. Oh Mann. Spider, Spider, Spider. Spider-Schwein. Brücke. Spider-Schwein-Brücke? Nee, das ist eine Brücke. Aber. Die bringt uns wohl nichts. Oh, Alter. Ja, dann. Lass uns halt nochmal in die schwarze Bucht reisen. Black Bay. Ah. Ich glaube, wir sind ein bisschen schlauer. Okay. Ich habe irgendwie so ein Spinnennetze. Was? Nee, das ist zwar nett, aber ich habe ja hier. Ach doch, das sind Spinnennetze. Was aufgenommen. Und zwar einen unheilvollen schwarzen Schlüssel. Und hier ist ein unheilvolles schwarzes Tor. Yippie! Lasset uns hindurch schreiten! Yeah! Yippie! Auf in den Kampf! Jetzt macht's wieder Spaß. Auf in den Kampf! Kampf. Okay, Kissen gibt's hier. So. Und Bücherregal. Oh Mann, ist das lame. Lame? Auf in den Kampf! Ja, Moment, ich muss hinterherkommen. Komm hinterher! Vielleicht sollte man dich auch mal heilen oder so. Oh nö, nicht notwendig. Nö. Völlig überflüssig. Yippie. Was hast du denn jetzt gemacht? Geheilt.
Mit was? Mit so einem Ding. Achso. Wunden heilen. Ich war doch schon dabei. Ja, dann heil die Anne. Es nervt mich, dass mein Lebensbalge immer noch lila ist. Obwohl ich doch gar keine bleibenden Schäden. Ja, bei mir schon. Okay. Schönes Ding hier. Ein toter Drache. Oh, jetzt wollte ich gegen den kämpfen. Ja. Hinten ist eine Ratte. Wie heißt sie denn? Lerat. Was? Lerat? Ja, die haben alle dumme Namen, die Ratte hier. Vorsichtig, Höhlenspinnen können ungemütlich werden, wenn man sie aufschreckt. Das ist ja normal. Ah, hier geht's rüber. Ah, krass, Alter. Auf in den Kampf. Noch ein Drache. Das sind bestimmt Smaugs Söhne. Ja, bitte. Taking out not one, but two dragons. Delight of delights. Ja, in der Helena hätte ich geredet, aber. Ja, zwei hey. Ist dann schon was anderes, das ist Elvera. Ist für Rat. Ratande. Warum haben die alle so dumme Namen? Ratande. Oh Mann. Wo jetzt lang? Die Menschheit, der stirbt so nach oben. Meine Ur-Ur-Großratte hat mir immer einen von einem riesigen. Was hat mir immer von einem riesigen roten Stein erzählt, der die hiesige Tierwelt wild genug gemacht hat, um es mit diesem Drachen aufzunehmen. Ah ja. Vielleicht hilft uns ja der Blutstein jetzt. Ach du Scheiße. Okay, diese speichern wir mal. Groß. Wer macht das mal? Wir sind auch noch untot oder so.